Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Wir haben in der letzten Folge hier diesen Raum eingerichtet und haben ja schon mal so ein paar Sachen aufgebaut. Hier ist zum Beispiel diese Filtermaschine. Ich glaube, die holt sich Wasser von draußen. Und wahrscheinlich können wir irgendwann hier was rausholen. Hier hat sie vier Felder. Das ist aber jetzt mehr... Guck mal hier, das steigt jetzt langsam an. Wahrscheinlich müssen wir einfach warten. Aber hier ist jetzt erstmal die Modifikationsanlage. Und da wollen wir mal gucken, was wir alles hier bauen können. Wir können also hier das Thermoklingel bauen. Die haben wir schon seit ewigen Zeiten. Dann können wir hier bauen die leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Und wir können hier die Ultra... Da müssen wir als erstes die hier bauen. Blastahlbahn brauchen wir dafür. Hohe Kapazität habe ich. Dann machen wir eine Blastahlbahn dazu. Und dann brauchen wir viermal Lithium als nächstes. Das ist doch schon mal ein gutes Bauprojekt jetzt. Ich hoffe, dass wir genug Titan da haben. Aber Titan kommen wir ja leicht dran. Da, ach nee, Blastahl, das war ja ein bisschen aufwendiger. Genau. Da gucken wir uns jetzt mal um, wie es jetzt da so... Wie das Ganze jetzt so läuft und so. So, wie viel Titan habe ich denn noch? Müsste ja für einmal, müsste das ja reichen, oder? So, wir gucken mal. Hier erstmal einen Grundmaterial. Blastahl ist wo? Bla 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 bla. Blastahl. Blastahlbarren. So, da brauchen wir noch zwei Lithium denn dafür. Also den machen wir schon mal. So, dann Lithium müssen wir zwei Stück besorgen. Und dann brauchen wir noch vier Lithium, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück mal geholt. Dann jetzt hier einmal das da und das da. Und dann müssten wir unsere Sauerstoffflasche eigentlich um zwei Kategorien schon mal anheben können. Und das macht doch schon mal einiges aus, glaube ich. Außerdem können wir jetzt hier gleich noch andere Sachen bauen. Wir gucken uns aber jetzt erstmal das... Es geht nicht. Ach so, genau. Sekunde. Mit hoher Kapazität. So, hier. Das da. Das da. Und dann Lithium, 4. Ich habe doch 6 Stück rausgenommen. Ist doch hier. Ach, ich weiß warum. Der hat die wieder angezogen. So, und es geht immer noch nicht. Leichte Tauchflasche mit hoher... Nein, oder? Oh Mann. Scheiße, ich hab's falsch gebaut. Mann, ey, ich hab's falsch gebaut. Wie kacke ist das denn? Wie kacke ist das denn? Ich dachte, die bauen aufeinander auf. Mensch. So ein Mist. Ausrüstung. So, Standard, dafür brauchen wir 3 Titan und dann müssen wir hier... Oh, shit. Silbererz ist kein Problem. 2-mal Glas, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Und dann nochmal ganz viel Titan. Das könnte echt jetzt knapp werden. Silikonquarz hier, das da. Das ist aber hier emailliertes Glas. Das ist doch zum Mäusemelken, echt. Jetzt habe ich meine Sauerstoffflasche versaut. Ich wollte hohe Kapazität haben. Müssen wir Quarz besorgen. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, für hohe Beweglichkeit. Na, toll. Oh, nee. Und ich habe ganz viel Titan verbraucht dafür. Wir gucken mal weiter, was wir noch für Ausrüstung bauen können. Ah.
ärgerlich, ehrlich. Wie mega ärgerlich. Dann können wir hier noch bessere, verbesserte Flossen machen. Ultra gleitfähige Schwimmflossen. Das stromlinienförmige Design erhöht die Schwimmgeschwindigkeit deutlich verglichen zu den normalen Schwimmflossen. Ja, ich weiß nicht. Haben wir die nicht schon? Nee, wir haben die normalen. Okay. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Silikongummi, Titan, Silikongummi zweimal und unsere Flossen ausziehen. Gut. Hä? Silikongummi zweimal und unsere Flossen ausziehen. Warte, Sekunde. Wir laufen jetzt nicht wegen jedem Ding hin und her. Sekunde. So. Hoffentlich kann ich mir das merken. Stoßkanone will ich nicht haben. Die habe ich schon mal getestet. Die ist blöd. Das hier wollen wir auch nicht haben. Dann möchten wir hier gerne Stufe 2 haben. Dafür brauchen wir Blastahlbahn. Ja, ja, ja. Immerliertes Glas habe ich da. Motten-Upgrade 1 habe ich auch eins da. Blastahl müssen wir halt noch ein bisschen Titan besorgen. Magnetit sollte gehen. Dann waren wir hier die Nummer 3. Dafür brauchen wir wieder Blastahl. Wir brauchen 3 Rubine. 3 Rubine haben wir nicht. Aber wir können dann das hier schon mal bauen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Titan besorgen, müssen einen Blastahlbahn machen und dann wollten wir die Flossen noch machen. Silikongummi, genau. Silikongummi. Zweimal. Und gleich müssen wir wieder was essen und trinken. So, Blei hatte ich ja auch ein bisschen was besorgt. Das heißt, wir müssen auch draußen die Plattformen fertig bauen können. Aber erst was essen, sonst vergesse ich das wieder. Wir sind mal ehrlich, ich vergesse das gerne. So. 1, 2, 3, 4. So. 1, 1, 2. Dann gehen wir hier drauf und machen hier 1, 2 das mal rein. Und wie sieht es jetzt aus? Wir können noch ein bisschen was gebrauchen. Machen wir hier nochmal 1, 2. Ja, 2 müssten reichen. Gut, dann hätten wir das schon mal gepackt. Jetzt müssen wir Silikongummi uns besorgen. Silikongummi hatten wir hier oben. Silikongummi 1, 2 mal. Dann hatten wir gesagt, wir wollen gerne noch ein bisschen, wollen noch einen Blastahlbahn machen. Hier ist kein Titan mehr drin. Ich glaube, da müssen wir runtertauchen zu unseren Freunden, müssen dem ein bisschen was wegnehmen. Ja? So. Der hat bestimmt hier irgendwo was rumliegen. Was liegt denn da? Ah, es ist eine optische Täuschung, das war gar nichts. Oh, du bist ja genau hinter mir. Das sei ja erschreckend. Das da kann ich nicht scannen. Das sieht mir aus wie so ein... Ach, den haben wir auch schon. Guck mal, da ist noch einer. Der hat sich ganz schlecht versteckt. Also die greifen uns anscheinend nicht an. Das wäre schon mal gut. Das ist schon mal gut, weil... das nämlich böse enden würde. Ich tauche doch zurück und wir holen doch die Motte. Ich sehe schon, dass es länger dauert. Da ist der Mottenparkplatz. Wir holen uns jetzt mal aus dem Mottenparkplatz die Motte. Dann werden wir uns mit Titan vollstopfen. Und mit so viel Quarz wie irgendwie möglich. All systems online. So, lass mal kurz aussteigen, das Ding hier holen. Seemottenfragment. Ja, das brauchen wir nicht. So, der hat uns nicht noch weiter kaputt gemacht, das ist schon mal ganz gut. So, ich wollte ja hier gerne mal durch so eine von diesen Röhren durchtauchen, weil die ja nicht ziemlich viel bringen. Durch so eine Röhre, aber halt eben ganz groß. Oder hier in diese Höhle rein. Da ist allerdings so ein... Pass auf, ich steig hier mal aus.
So, wir nehmen das mal mit. Dann nehmen wir den Blasenfisch mit, wenn wir den gerade schon hier sehen. Dann nehmen wir das mit. Und dann nehmen wir das mit. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder so ein Explosionsfisch. Na, wo ist es denn? Ich hab's ja eben gesehen. Da ist es. Gut. Ich darf nicht so weit von der Seemotte wegtauchen, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo die jetzt gerade ist. Da leuchtet sie. Das ist schon mal gut. Also wir haben jetzt das hier. Da ist noch was. Das war Kupfer. Da ging es hier hoch. Da ist aber nichts drin. Gut, dann steige ich erstmal wieder ein. Wir paddeln ein bisschen zur Seite und gucken jetzt so ein bisschen in die Höhlen rein und dann holen wir uns da so gut wie es geht was raus. Und werden hier versuchen, den Stalkern so ein bisschen ein paar von den Titanplatten abzunehmen. Ich meine, um die Aurora herum liegen natürlich auch noch eine ganze Menge Stücke. Ja, ich weiß, es hat dir nicht gefallen, ich weiß. Du magst es selber haben, ich weiß. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich brauch's auch. Ich fress die zwar nicht so gerne wie du, aber naja. Weißt du? Ich mach andere Dinge damit. Was war das? Irgendwas konnte ich gerade scannen. Ich habe überhaupt keinen Scanner in der Hand. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Hier gibt's nix. Das ist schon. Das sieht interessant aus. Gucken wir uns mal an. Das ist aber nur ein Seegleiterfragment. Naja gut, es gibt auch Titan. Darf man nicht vergessen. Wir sollten alles scannen, was auch das, was Titan bringt. Denn Titan brauchen wir gerade in größerer Stückzahl. So, da. Inventar voll. Willst du mich verarschen? Oh, wir hatten noch das andere Zeug dabei. Das ist natürlich doof. Machen wir es mal so. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Jetzt können wir hier ein bisschen was mitnehmen. So, das da nehmen wir mit. Und war das nicht ein Quarz, der sich da versteckt hat? So, was haben wir denn da? Ein Metallschrott. Sehr schön. Wir tauchen mal hier rein. Kupferchen. Wir bräuchten mal so eine richtig geile große Höhle, wo ganz viel Quarz drin ist, dass wir so richtig viel Quarz mal zusammenbekommen und nicht die ganze Zeit hier ja für ein eigentlich nur für ein Glas irgendwie in Quarz mal zwei Quarze zusammenbekommen. Hier ist doch was Schönes, guck mal da. Da, guck mal, der hat sich einen Zahn ausgebissen. Ob der böse ist, wenn ich jetzt hier das ganze Zeug mitnehme? Das gefällt dem bestimmt nicht. So, wir gucken mal hier. So, da ist er noch ein Stück. Nehmen wir auch mit. Und das ist Salz. Salz habe ich momentan ein bisschen was da, deswegen brauchen wir das erstmal nicht.
So, was haben wir denn hier noch so? Ich möchte ein paar Quarze. Mensch, Quarz. Da hat sich noch was versteckt. Silber, aber jetzt ist das Inventar voll. Die Mod hat 71%, das heißt, die haben uns nicht noch zusätzlichen Schaden zugefügt. Das ist die Forschungsinsel, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier zu... Wir wollen zur Basis. Da ist die Basis. So. Die Titan haben wir schon mal zusammen und wir haben auch ein bisschen Quarz gefunden. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Da ist nämlich unser Parkplatz. Huch, was war das denn? Warum kommst du? Was war das? Gut, erstmal aussteigen und hier so ein bisschen reparieren. Denn die sieht nämlich schon wieder ganz schön blöd aus. So, tun wir hier das da rein. Und reparieren mal unsere Motte. So, jetzt können wir parken. Jetzt ist sie nämlich wieder ganz. Und hoch. So, ich lade erstmal aus, weil ich bin ja auch voll mit Zeug. Wir gehen erstmal hier hin. Na komm, keine Energie. Oh. Keine Energie ist ganz schlecht. Keine Energie ist super schlecht. Da müssen wir ganz schnell raustauchen und müssen erstmal gucken, dass wir so ein bisschen Energiezellen draußen noch dran schrauben. So, wo haben wir die denn? Mist, da habe ich nicht dran gedacht. Neue Anlagen verbrauchen natürlich auch Strom. Solarmodul. Was heißt denn Akzent? So, Quarz brauchen wir dafür. Ich hab doch Quarze mitgebracht. So ein bisschen niedriger. Gut, so. Zwei Quarze. Mensch, ich hab doch Quarz. Muss ich vielleicht nochmal hier aus dem... Die sind vielleicht hier im Laderaum, oder? Ich hab voll das Quarzproblem. Insgesamt haben wir nur 4 Stück. Ist ja der Hammer. Das heißt, wir werden jetzt auch die ganzen Quarze, die wir jetzt dabei haben, die werden wir jetzt auch gleich wieder verschwenden. Fehlt uns Titan. Titan und Kupfer fehlt uns. Titan, Kupfer und... Ach, Quarz. So, Kupfer. Dann brauchen wir Titan. Ja, ist leer. Genau. Wie sieht denn jetzt hier energietechnisch aus? Ja, es müsste noch ein bisschen mehr sein. Müsste halt ein bisschen was umwandeln hier noch. Mit Blei können wir draußen weiterbauen, deswegen lege ich das Lithium mal ab.
So, das hier brauche ich auch, weil ich muss das jetzt eigentlich umwandeln hier, damit wir Titan bekommen. Ja, es hält sich aber oben stabil. Gut, jetzt erstmal wieder rausgehen. Quarze. Also ich habe... Wir müssen gleich nochmal zur Quarzexpedition starten, damit wir da mal echt... vielleicht sammeln wir gar nichts anderes ein, außer Quarz. So, das ist fertig, aber ich weiß, dass ich hier hinten auch noch welche draufgesetzt habe. Quarz fehlt. Ja, es fehlt Quarz. Mensch. Gut, dann tauchen wir wieder vor. Sauerstoff sieht noch gut aus. So, hier fehlt ja auch nur noch Blei. So, die Platte wäre fertig. Oh, es fehlt ein Blei. Komm, jetzt bauen wir aber trotzdem das Ding hier. Das soll nämlich unsere Unterkunft geben. Hallo, ich habe gedacht, dass du jetzt hier irgendwie mal deine Füßchen draufsetzt. Weil ich habe jetzt extra hier so einen Unterbau gebaut. Weißt du? Das ist ein bisschen unfair. Gut. Wir gucken mal kurz in mein Inventar, was ich jetzt alles dabei habe. Ich habe eine ganze Menge Titan dabei. Das hauen wir hier rein. So, dann haben wir hier Kupfererz. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kommt hier wieder rein. Dann haben wir Silikongummi. Damit wollten wir unsere Flossen verbessern. Wahrscheinlich habe ich jetzt den ganzen anderen Kram abgelegt. Mensch, ich habe vergessen, was wir jetzt alles dafür brauchen. So, die können wir schon mal zu uns nehmen. Und hier das Salz können wir auch schon mal rausnehmen, damit da wieder Platz drin ist. So, Flossen. Ich muss die Flossen erst ausziehen. Flossen ausziehen. So, Flossen können wir nicht bauen, weil uns fehlt Titan und Lithium. Gut. Ein Titan, ein Lithium, dann können wir bessere Flossen uns bauen. Lithium. Ein Lithium. 5 Titan, weil ich will nämlich da noch eine neue Sauerstoffflasche bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Dann gehen wir hier hin und machen hier Ausrüstung. Eine Sauerstoffflasche. Ah, die kostet sogar nur 3. Und dann brauchen wir ganz normales Glas. Erstmal die bauen. So, die können wir einlagern, weil wir nämlich momentan schlichtweg kein Glas herstellen können. Nee, das geht einfach nicht. So, dann machen wir mal die neuen Flossen. Und da müssen wir jetzt gleich mal nach Quarz suchen gehen. Also es geht ja nicht daran, dass wir jetzt einfach hier kein Quarz finden. Nirgendwo. Gut, das wäre erledigt. Dann war hier auch Glas. Ganz viel Glas. Wir brauchen für alles Glas. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 12 Glas. Das sind 24 mal Zartus, wollte ich gerade sagen. Quarze. Wir brauchen 12 Quarz. Nein, 12 Glas. Das sind 24 Quarze. Das noch raus, haben wir noch ein bisschen mehr Titan. Das wandeln wir auch gerade noch um. Dann haben wir das nämlich gleich schon in der Kiste drin.
So, und das packen wir noch hier in die Kiste. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir jetzt loslegen und Quarze finden. Ich werde jetzt nur Quarze aufsammeln. Egal, was wir finden. Also, ihr wisst schon. Egal. Ich werde nichts anderes aufsammeln. Ich versuche nicht, mich davon zu überzeugen, dass wir doch was anderes machen. Egal, was wir finden, ich werde es nicht aufsammeln. Hier ist auch kein Platz mehr. Können wir nicht hier irgendwas mal rausnehmen? Guck mal, ja, das hier ist doch eigentlich mehr so... Das kann doch eigentlich mal rüber in die eigentliche Erzkiste. Und wir legen hier mal die ganzen Pflanzensachen rein. So, noch einmal was. Hier, das hier kommt raus. Dann tun wir die Pflanze noch hier rein. Und dann haben wir hier ungefähr Pflanzenzeug. Und hier können wir irgendwie das andere Zeug reinlegen, wie das hier, das da. So, und dann haben wir hier noch einmal Wasser. Das können wir eigentlich auch einlagern. Wasser kommt hier drüben rein. So. Und wir sollten uns was zu essen mitnehmen. Und vielleicht doch zwei Flaschen Wasser noch einpacken. Gut. Dann sind wir gerüstet für die nächste Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch heute trotzdem gefallen, auch wenn es schon wieder chaotisch war. Menschenskinder. So, die nächste Folge. Ich werde mich noch versuchen, ein bisschen anzustrengen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann kommt doch morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.